Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute Fiesta Online Reborn, heißt das, oder Resurrected? Resurrection Reborn, glaube ich, Reborn. Okay, ja, ich zeige euch einfach, wie das Game so abgeht. Ich habe hier schon zwei Level 120er Chars. Einen habe ich hier so just for fun erstellt, aber den habe ich falsch erstellt. Und ja, ich erstelle euch mal einen Champion. Zum Beispiel, ihr könnt euch hier aussuchen zwischen sechs Klassen. Ihr nehmt eine Klasse, die ihr wollt. Und ihr könnt dann zum Beispiel einen Champion erstellen. Zum Beispiel, ich mache mir jetzt einen Kleriker. Ne? Just for fun, weil ich habe Lust auf einen Kleriker. Okay, dann aussehen. Dann hier die Haare. Also man kann hier auch schon Premium und Deluxe Sachen auswählen. Der Server ist sehr, sehr gut. Also meiner Meinung nach, ich habe den jetzt neu gefunden. Ich weiß nicht, wie lange der existiert, der Server. Aber ja, okay, wir brauchen schwarze Haare, Dark. Und wir drehen ihn ein bisschen. Schnelle Welle, ich mache das so schnell ich das kann. Ja, die Frisur sieht gut aus. Okay. Also sobald ihr euren Charakter erstellt habt, ja, ich hoffe, das Game crasht jetzt nicht wegen der Aufnahme. Dann klickt ihr auf euren Champion. Ihr seid Level 1. Warte, habe ich Kleriker genommen? Bin ich mir sicher? Ja, egal. Ja, wir drücken einfach OK Enter. Wir joinen den Server. So, jetzt spawnen wir in der ersten Stadt. Die heißt Ruben. So, jetzt müssen wir direkt am Anfang wählen, was für eine Klasse wir nehmen möchten. Also ob Gladiator oder Knight. Zum Beispiel, ich würde sagen, ich nehme mal jetzt Gladiator, das ist jetzt Zweihand-Axt, wenn ihr euch ein bisschen in Fiesta auskennt. Und Knight ist Einhand und Schwerter. Zum Beispiel nehmen wir jetzt Gladiator. So, jetzt lernt ihr erstmal alle Skills direkt am Anfang. Alle Skills, die man braucht. Also, ja. Man hat alle Skills jetzt gelernt. Man kann das hier nachgucken bei passive Skills. Hier sieht man, man kann alles erstellen, alles machen. Jetzt kann man sich hier aussuchen, irgendeine Produktion und so, aber das mache ich jetzt nicht, ich will euch ja den Server zeigen. So, also der erste wichtige NPC, den ich hier aufsuchen müsst, ist der hier, Kick Me Daily. Dann bekommt ihr ein kleines Geschenk. Dann Item Merchant Pay. Hier könnt ihr Items kaufen. Hier sind Verbesserungssteine. Hier sind Reset-Rollen, also Premium-Items halt, ne? So HP-Extender, Defense, Attack-Extender. Hier kann man sich auch noch so kleine Buffs holen, XP-Card, Weapon-Socket, auch hier Drop-Chance, wo war das hier? 50% Drop-Chance erhöht. Dann hier solche Tänze, Rollen, Tränke, also auch Tier 5 Tränke. Und ja, hier, falls man Items hat, damit man die nicht mehr binden muss, damit die entbindet sind. So, jetzt ist es so bei dem Server, alle 10 Level bekommt ihr Items. Bekommt ihr Geschenk-Items. Die findet ihr dann in der Gescheckbox im Inventar, alle 10 Level. Und so bekommt ihr euer Equipment am Anfang bis Level 120. Und ja. Dann zeige ich euch noch so ein paar andere Items. Das ist ein Item, das droppt gerade 4% auf alles. Attack und Defense. Das kann man einfach so von Monstern finden. Das ist auch von Monstern. Please give me Auto Level NPC. Zum Beispiel, ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Das sind Aufwertungssteine. Also Protect Stones. Damit könnt ihr euer Item zu 100% Chance immer plus 2 aufwerten. Und ja, das ist auch noch so besonders in diesem Server, dass sie so einen eigenen Stein haben. Und der ist auch relativ günstig zu kaufen. Also plus 2 kostet 3 Gold, um plus 2 zu machen. Das kann man bis plus 12 auf Waffen und plus 10 auf Rüstung machen. Ja, jetzt zeige ich euch kurz einen anderen Bereich. Also hier hinten, ich habe leider kein Reitpferd, weil das ist ja ein neuer Champion ist. Dann zeige ich euch hier die Premium-Ecke. Da kann man sich so, die normal im Spiel Geld kosten würden, könnt ihr euch hier für Ingame-Währung kaufen. Auch aussehen, wie euer Charakter aussieht. Und ja, hier zum Beispiel Kostüme. Da hinten weiß ich nicht genau, auch glaube ich Kostüme. Hier
Mount NPC, genau das brauchen wir. Also ja, man kann sich hier alles Mögliche kaufen. Und das kostet, ich glaube, 10 Silber, 50 Silber oder so. Ah ne, umsonst. Hier, manche sind umsonst, manche kann man für 20 Silber kaufen. Und es gibt eine große Auswahl. Also von Customization kann man sich hier richtig austoben. Und ja, dann am Early Game. Ja, es laggt gerade ein wenig. Aber jetzt hat es sich wieder beruhigt. Ja, manchmal an manchen, es liegt an der Aufnahme, weil auf 60 FPS Aufnahme. Okay, wir laufen jetzt schnell wieder zurück. Ich versuche das so schnell wie möglich zu machen. Hier auf dem Server gibt es auch Talismane, die kann man so craften. Aus zwei Talismanen und Puder kann man sich einen besseren machen. Man kann ja auch hier mit Gilden zusammen farmen. Dann kann man sich hier ja, gewisse Monster, Bosse besiegen. Dann kriegt man auch immer krasse Items. Und ja, dann gibt es hier auch auf jeder Level-Map so ein Champion, der heißt Buff NPC. Wenn man ihn anklickt, dann bufft er ein. Na, dann bekommt man auch T1 Rollen. Und ja, dann gibt es hier noch einen anderen Champion, der heißt Auto Level NPC. Den klicken wir an. Und wir haben ein Level bekommen. Und immer wenn wir draufklicken, wenn wir diese Steine haben, werden wir ein Level gelevelt. Und das kann man bis 105 machen. Also man kann sich so theoretisch, wenn man einen zweiten Char erstellt, bis Level 105 schnell werden. Und ja, dann zeige ich euch noch was. Hier, das ist der Shop-Bereich. Also hier sind Ingame-Player, die verkaufen immer so Sachen. Irgendwelche, keine Ahnung, so Skins zum Beispiel. Zum Beispiel hier ein Skin, 4 Gold nur. Oder so orangene Items. Und ja, jetzt kommen wir noch zu den Items. Da hinten stehen schon die ganzen Player am Storage und an den Items. Hier gehen wir mal kurz hin. Dann zeige ich euch das auch nochmal. Also hier zum Beispiel könnt ihr aus gewissen Items, die ihr farmt, diese drei Items bräuchtet ihr. Und dann könntet ihr das nächst bessere Item machen. Also das macht jetzt 21.200 Damage zum Beispiel. Und zum Beispiel diese Axt macht nur 18.000 Damage, ne? Also ihr könntet dann aus drei Waffen, die ihr dann gefarmt habt, eine anormale Waffe machen, ne? Und ja, hier sind Waffen, Schilde und so für alle Klassen. Hier sind Rüstungen, ne? Rüstungen zum Beispiel, ja, 2.900 und das hat 2.200, ja. Also man kann sich so steigern. Es gibt ja auch so andere Sets, ja. Und das kann man sich so angucken. So, jetzt zeige ich euch noch. Genau, jetzt gehe ich kurz auf einen anderen Char. Dann zeige ich euch noch kurz, ja, wie das so aussieht, wenn man schon einen Char hat. Also mein erster Char war ein Fighter. Fighter Char, also Krieger, also Knight. Und ja, also was ich euch am Anfang empfehlen würde, weil ich bin ja auch noch relativ am Anfang, aber das haben mir so die anderen Leute gesagt, ist ein bisschen Silber zu farmen. Oder wir nehmen den Magier, ist egal. Ich muss ihn nur einmal anklicken. Jetzt Enter. So. Und ja, ich zeige euch das kurz jetzt, wie man hier Gold farmen kann. Also es ist relativ egal, man wird ja schnell Level 120, wie ich schon bereits gesagt habe. Auch Level 105 wird man relativ schnell, wenn man levelt. Also 3 Stunden, 4 Stunden oder man fragt hier einfach von diesen Leuten einfach an. Also hier sind auch viele Deutsche oder ein paar Deutsche, mal, ob die nicht kurz einen aufleveln können, man ist neu und dann direkt schreiben, dass man Gilde sucht, ne? Und dann ja, und dann hier. Man geht nach, also wenn man Gold farmen will, erstmal zeige ich euch hier, das sind so die Levelbereiche. Das geht relativ schnell, wenn man da alleine seinen ersten Char durchlevelt. Also es geht echt schnell. Und ja, damit man Gold farmen kann, würde ich euch empfehlen, ihr geht hier hin. Wenn ihr sobald ihr Level 120 seid, Kayal Canyon. Da joint ihr einmal rein. So. Okay, es laggt ein bisschen. Ich drehe die Kamera, aber es passiert nichts. Ja, ich muss kurz warten. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Kurz hat es funktioniert.
Scheiße, ich kann so nicht spielen jetzt. Okay. So, jetzt zeige ich euch hier, seht ihr schon, der eine Typ ist ja am Start. Flynn, das ist glaube ich auch ein Deutscher, ja. Und da habt ihr schon gesehen, was alles gedroppt ist. So Karten, Frozen Egg, genau. Frozen Egg, das ist 1, nee, 700 Silber wert. Hier droppt auch Frozen Ring, das ist auch 700 Silber wert. Oder es droppt Frozen Earrings, das ist auch, wie heißt das? 1,4 Gold wert. Und ihr sammelt einfach immer hier, also in diesem Bereich hier, sammelt ihr immer diese Monster. Ihr seht das jetzt, er zeigt das gerade. Er sammelt die Monster ein, dann steigt er von seinem Pferd ab und boom, gibt ihnen Schelle mit Magie. Ich glaube, er ist Magier oder Krieger, keine Ahnung. Ne, Magier, guck. Und dann hat er alles hier besiegt. Und dann seht ihr, ja, so ein paar Drops, auch diese Rollen und so, Geld. Und ja, so farmt man sich. Und die Monster sind ja relativ schnell gespawnt. Ich glaube 20 Sekunden oder 15 Sekunden, wie das abgegangen ist. Warte, ich versuche ihn mal zu verfolgen nochmal. Wo er hingeritten ist, da kann ich das nochmal zeigen. Boom, da droppt schon ein grünes Item. Und ja, und innerhalb einer Stunde könnt ihr euer ganzes Inventar voll sammeln. Dings, voll sammeln. Und ja, und dann, wenn ihr das voll gesammelt habt, dann ja, geht ihr das alles verkaufen. Ne? Und innerhalb einer Stunde oder halber Stunde kann man schon locker 1,5, 2 Gem machen. Also wenn man einen Magier hat und gutes Equipment hat und Dings und Dings. Ja, und das war's auch schon. So gesehen. Und so farmt man sich. Ich kann euch noch einen kleinen anderen Spot zeigen. Da seid, wenn ihr Level 115 seid oder Level 110 seid, da kommt ihr auch an. Das ist der zweite Farm-Spot. Das ist der Affen-Spot. Oder so, wie ich ihn nenne. Ja, mein Pferd, es stottert immer an der Stadt, bisschen wegen der Aufnahme. Aber kein Problem, wir gehen da schnell hin. Das zeige ich euch auch noch schnell. Und das ist der 110er, 115er Bereich. Hier der Bereich. In diesem Bereich. Adela Valley. Da sieht man schon diese Affen. Das ist eure Quelle für nächsten Farm-Event. Also hier kann man sich, sobald man Level 110, Level 115 wird, kann man sich diesen Monster hier besiegen. Der ist relativ einfach zu besiegen. Da bekommt ihr hier diesen Loot. So blaue Gegenstände. Blaue Sachen. Und er droppt immer 2 bis 3 Gegenstände oder 1 bis 3 Gegenstände davon. Auch Rüstung und so, und die haben schon ein bisschen bessere Werte als euer Startgear, was ihr bekommt, immer durch die Belohnung in der Belohnungstruhe. Und deswegen, ja, und sonst, wenn ihr auch Gold farmen wollt, zweite Empfehlung: Man reitet hier zum Ende, dann geht man zu diesen Affen, zum Beispiel hier. Das sind diese Affen, und man sammelt die so ein. Jetzt ist leider hier niemand da, dass der euch das zeigt, dann zeige ich euch das kurz. Also. Ja, man muss die bisschen, ja, weil die sind ein bisschen dumm zum Kiten, aber ja, was soll man machen? Und dann gibt man denen mit, ja, mit womit man will, Boom. Und da hat man schon seinen kleinen Loot. Und am besten macht man das so, dass man so viele wie möglich einsammelt. Also, wenn die gut gespawnt sind, kann man bis zu 10 Affen auf einmal zusammen einsammeln. Das zeige ich euch auch nochmal kurz. Man muss immer kurz stehen bleiben, weil die ein bisschen dumm sind. Man muss immer hin und zurücklaufen. Jetzt muss man da weiterlaufen. Oh, mit den Lags ist das schon heftig. Aber ja, ich bin ja Level 120 und gutes Equipment. Ja, und jetzt muss man wieder stehen bleiben. Und dann muss man wieder weiter rennen. Ah, es ist schon schlimm mit der Lagigkeit. So, jetzt haben wir alle gesammelt. Und jetzt drücken wir den Knopf. Boom. Und wir haben so 8 bis 9 auf einmal getötet. Einfach. Und ja, also am besten leveln mit einem anderen Typen zusammen. Fragt einfach in Rumen nach. Und ja, es ist auch gerade Wochenend, denkst, da kriegt man auch diese Buffs noch, erhöhte XP 20% und so. Man kann sich auch XP Booster kaufen, das geht auch relativ schnell dann. Ja, das war so ein kleines Intro-Video zu Fiesta Online Reborn. Ich lasse euch den Link in der Beschreibung da, wenn ihr das Spiel runterladen wollt. Also es macht auch auf jeden Fall Spaß. Es sind ja immer mehr Leute auf dem Server und die Leute sind auch sehr nett und hilfreich. Und ja, was ich noch schnell was sagen wollte zu dem Spot, also hier bekommt ihr auch grüne Items.
Und 300 Silber bis 3,5 Gold. Und es werden auch solche Verbesserungen gedroppt, die sind auch 3,5 Gold. Nur hier ist der Nachteil, dass die Monster ein bisschen weit auseinander stehen und die schwierig sind zum Einsammeln. Aber wenn man sowieso levelt, werdet ihr da hier schon gute Erfahrungen machen, gute Level machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Spiel und ja, man sieht sich.